Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, dieser blöde Schneezombie, der. Ich habe mich noch gewundert, was ist denn das für ein knarzendes Geräusch, was da von hinten kommt. Und dann hätte er mich auch fast weggehauen, ey. Jetzt schon infiziert, ist nicht ganz so cool. Honig werde ich hier vielleicht jetzt nicht unbedingt finden. Der scheint auch echt eine Menge auszuhalten. Ah, immer diese Geräusche, wenn man Skillpunkte kriegt und sich denkt, jetzt habe ich ihn aber. Unangenehm. Okay, der dreht sich da im Kreis. Und jetzt hat er auch schon damit aufgehört. Ich komme so nicht weiter, ne? Oh, was frisst der für Pfeile? Endlich! Was war das? Gold? Könnte ich mir vorstellen, dass es dieses neue Gold ist, was es gibt. Und du musst auch weg. Du gehst mir auch auf den Sack. Mann, ich habe sechs. Eben hatte ich noch 86 Pfeile und jetzt habe ich gar nichts mehr. Unglaublich. Okay. Das werden wir scrappen, dann werden wir uns, ja, nur mal den Wooden Club erstmal. Ich weiß, ich kann mir auch diesen Scrap Iron Club machen. Ich will jetzt erstmal gucken, was hier unten los ist. Erstmal nehmen wir den raus. Oh, die Schneezombies sind echt übel. Doch, müssen ein bisschen mal die Knüppel skillen hier. Das können wir auch machen, indem wir auf die Zombies prügeln. Aufnahme läuft, ja, bin ja froh. Das war ein ruhiger Tod. So, und jetzt mal gucken, was hier ist. Wie viele Zombies hier sind. Recipes, Love Fragment, Craft. So, Scrap. Scrap. Ja, Glass Pain kommt weg. Ich habe immer noch kein Messer, ne? Ich glaube, das reicht nicht so weit. Ach. Seriously? Komm. Ich hätte dein Fleisch gerne. Ist noch eine Stadt? Oder hatte ich die eben schon gesehen? Jetzt komm, jetzt verblute schon. Gib dir mal Mühe. Mensch. Gibt's auch gar nicht. Oh, ich will mit meiner Infektion jetzt nicht kilometerweit hinter dir herrennen. Wer weiß, was ich hier wieder anlocke? Ja, klar. Renn mal zurück ins Schneebiom. Nase. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da ist er, oder? Das ist ein neuer. Nee, das war er. Alles klar. Habe ich noch eine Steinaxt? Nein, habe ich nicht. Stone Axe. Dann stellen wir uns mal eben schnell eine her. Na, komm. Scrap. So. Mach jetzt Fixer hier. Bevor. Ja, ein Goldnugget. 700 ist der Base Price. Das scheint sich das zu lohnen. So, Leder. Fett. Und kriege ich auch noch Knochen? Nee. Achso, ja gut. Knochen hätte ich natürlich aus den Zombies kriegen können. Ne? Hätte ich nur mal mit der Axt draufhauen brauchen. Egal.
Ah, komm, jetzt haben wir einen. Recipes Bone Shift Craft. So. Gut. Jetzt zu dem Haus. 17 Uhr. Geht auch. Und so langsam wird es ein bisschen diesiger und dunkler hier. Eins von mir lief dahin auf jeden Fall rum. Dann können wir ja mal Sachen machen. Das ist gut. Ja, ja. Bow. Craft. Na? Okay, jetzt kommen mehr Zombies. Also zwei sind auf alle Fälle noch dazugekommen. Scrap. Habe ich jetzt einen neuen Bogen? Ist der schon... ich kann nichts aufnehmen, ne? Scheiße! Dieses Drag-and-Drop-System ist so kacke, da man zweimal klicken muss. Das ist total nervig, zweimal klicken. Das ist nicht wirklich Drag-and-Drop, wenn man zweimal irgendwas anklicken muss. Meine Blechdose habe ich jetzt auch nur sehr ungern weggeworfen. Nix, so nicht, junger Mann. Das kannst du aber vergessen, kannst du das aber. Mal gucken, ob meine Dose da noch liegt. Ich brauche schon wieder neue Pfeile. Der kippt nach oben jetzt. Danke. Was brauche ich denn jetzt mal nicht? Ich konnte mich so schnell im Laufen eben nicht entscheiden, was ich hier wegwerfen könnte. Das. Wo habe ich die Dose hingelegt? Die ist wahrscheinlich schon weg. Ne? 30 Sekunden. Egal. Vielleicht hätte ich die Dose auch nicht wegschmeißen sollen, aber da brauchte ich eben ganz dringend Platz. Da hatte ich keine Zeit im Inventar zu suchen. Das ging einfach nicht. Wenn jemand meint, er kann es besser, soll er machen. Okay. Was auch immer das war, habe ich nicht gehört. Ey, Junge. Du gehst mir jetzt aber auf den Sack hier, ey. 23 Leben ist jetzt nicht so geil. Gut, dass wir nicht ganz so weit eine Wüste entfernt haben. Da kann ich mir sonst Yucca besorgen. Jetzt reicht's hier aber mal langsam, hoffentlich. Ja? Mir reicht's nämlich. So, draußen wird wieder Trara gemacht irgendwo. So, ich hoffe, ihr kriegt das gerade nicht mit in die Aufnahme. Ich kann es leider nicht ändern. Irgendwas grüllt da wieder. Nach gestern Nacht sollte es eigentlich reichen. Dann rufe ich direkt mal die Bullen. Das ging hier, war nämlich gestern Highlife in Tüten bis um 8 Uhr oder so. Bis um 3 Uhr nachts. Also, dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Und bei dem Wetter mit geschlossenen Fenstern schlafen zu müssen, ist irgendwie für den Arsch, muss ich sagen. Aber die Bullen kommen dann ja auch nicht mehr. Die hatten angeblich so viel zu tun. So, gucken wir mal. Da ich morgen aber um 9:30 hoch muss, werde ich den Jungs das gleich schon mal verklickern. Dass sie mal ihren Arsch bewegen sollen hier hin. Weil das geht gar nicht. Gucken wir mal. So. Das machen wir mal eben hier kurz weg und dann sind wir hier halbwegs sicher für die erste Nacht und dann müssen wir uns mal am nächsten Tag eine Stelle suchen, wo wir anfangen können, unsere Hütte zu bauen.
Damit bin ich jetzt auch nicht. Das kann ich nämlich in dem, was ich schon aufgenommen hatte, besser dran war. 23 Leben ist jetzt nicht so viel. Ich heile mich auch gerade nicht von alleine, natürlich. Erstmal muss das hier weg. Aber von der Biomverteilung gefällt mir das hier sehr gut, muss ich sagen. Wir nehmen doch die Tür und dann baue ich dann eine neue ein. Holz habe ich genug, das sollte gehen. Die Fenster können wir dicht machen. Scrap, Stone, Axe. So, okay, da kommt eine, ein bisschen Fleisch. Das bin ich froh, wenn ich das gleich erstmal kochen kann. Ja, einzig Trinken fehlt mir halt, ne? Ich hoffe, dass ich da drin ein bisschen was finde. Wir haben ein Wasserglas. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Chest, machen wir uns eine Secure Storage Chest. Um das mal anders zu machen, stelle ich die mal hier oben drauf. Wo ist sie denn? Hin? Die Chest? Da. Da ist sie. So, machen wir das so und dann knallen wir da erstmal rein, was wir so erstmal nicht brauchen. Das. Nee, das brauchen wir gleich. Und das sind Essenssachen, die sollen da auch nicht rein. Gold, ja, sehr schön. Dann stellen wir hier unseren Schlafsack mal eben auf. So, passt das? Und dann mal gucken, was ist denn hier so drin? Guck mal, das ist doch schon einiges. Sandwich, Trinken, Schnee, Ei. Das und Scrap. So, und den hier. Das gehört alles rein. Oh, immerhin. Ja, mit einer leeren Konservendose kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Door. Dann machen wir uns eine Secure Wood Door. Ja, das dauert hier leider noch ein bisschen, bis das fertig ist. Dann machen wir hier mal dicht. Dass ich von außen nicht so gut gesehen werden kann. Dann gehen wir hier mal runter. Na, okay, schade. Ja, Mining Helmet. Das ist eine nette Sache. Da habe ich hier drin wenigstens Licht. Läuft auch, würde ich sagen. Und mal gucken, was hier noch drin ist. Honig oder Antibiotikum wäre geil. Ich glaube, die Hoffnung, die habe ich hier irgendwie aufgegeben, dass ich hier Honig oder Antibiotika finde. Bitte lass da jetzt Last drin. Na, komm. Sonst hat man auf Toiletten immer Gläser gefunden oder so. Ach ja. Papier. Na gut. 19 Uhr. Es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Wir können ja eigentlich noch wieder, ja, 2 Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit. Also bis sie rennen. Das ist die Frage, ob man da jetzt noch unbedingt mal raus will oder nicht. So viele Pfeile habe ich auch nicht mehr. Oh, Leatherhood Schematics. Die kosten ja richtig Geld. Take. Hey, Quatsch, die lesen wir beide. Read. Komm, dann essen wir das Sandwich hier mal. Eat. Na klasse, das habe ich die Lebensmittelvergiftung. Aber ich habe mich minimal dadurch geheilt. Kann ich jetzt eigentlich sehen, was das für ein Debuff ist? Wie Duration 2 Stunden 30. Jar of Honey, Hirbel. Das dauert nur noch 2 Stunden und 30? Richtige Stunden oder Ingame-Stunden? Das finde ich irgendwie uncool, muss ich sagen.
Okay, wir machen uns mal ein Campfire. Campfire Craft. Das können wir auf jeden Fall schon mal hinstellen. Da war nichts drin hier, ne? Nee. Was ist mit der Tür? Da ist sie. Was ist denn das für Musik? Ach, das ist, weil ich die Basic Survival Quest abgeschlossen habe, oder wie? Tatsache. Okay, wir haben noch gar keine Woodframes gemacht, ne? Woodframe. Dann machen wir uns davon mal 10 Stück. Es ist, da ist doch so ein Trampelpfad. Hier ist überhaupt gar kein Weg und Straße. Da hinten ist unheimlich viel Wasser. Ja, gut, große Stadt. Das schreit ja irgendwie nach einem Notausflug, würde ich sagen. Ich würde mir jetzt ganz gerne für die Nacht hier nochmal eben ein bisschen Holz mitnehmen. Ich hoffe nicht, dass jetzt gerade direkt ein Zombie um die Ecke kommt. Ja, so Fernkampfwaffen habe ich gerade auch nicht mehr wirklich viel. Ich habe 28 Pfeile oben noch eingepackt, glaube ich. Ich glaube, ne? Mal gucken mal. Aber ich glaube, in der ersten Nacht kommen noch gar keine Wanderhorn, oder? So zufällige. Aber ich habe auf jeden Fall eine satte Biomauswahl. Und vor allen Dingen mal andere Biome, ne? Also nicht. Ich mag zwar diesen Laubwald auch persönlich sehr, aber gut, wir haben Schnee, wir haben eventuell Wüste und wir haben. Okay, ich bin im Schnee gespawnt. Ich wollte sagen, weit bin ich ja noch nicht gekommen. Und ja, unten im Süden war eventuell Wüste. Das könnte durchaus sein. Scrap, Stone Axe. Mir fehlen Plant Fibers. Okay, da habe ich aber oben welche. Aber direkt in die Stadt zu laufen ist nicht unbedingt so die geilste Idee. Ich glaube, ich will erstmal nach dem Bauplatz gucken. Und gut, warum nicht mal im Grasland bauen? Ne? Das kann man sich natürlich überlegen, ob man im Grasland dann baut oder nicht. Ich bin mal gespannt, weiß nicht. Mal schauen. Ja, jetzt geht die Folge doch bis in die Nacht, ne? Also sehr viel kann ich jetzt auch gerade nicht machen. Also um 22 Uhr ist hier Schicht. Also ich nehme noch weiter auf, ne? Aber dann sind wir halt drin. Das ist gesünder. In erster Linie will ich gleich mal unbedingt ein Telefonat führen. Weil ich mache Fenster einen Tag dicht, aber keine zwei Tage. Ich könnte da gerade echt das Schreien kriegen. Wenn ich mir die Leute da draußen anhöre. Das da könnte aber auch wirklich zerstörtes Biom sein, ne? Da vorne. Ja. Wie gesagt, die Nähe zum Schneebiom suche ich auch nicht unbedingt. Gab es hier vielleicht noch irgendwas zu looten? Am Rand oder so? Nee. Dann gehen wir mal rauf. Zack. So, den nehmen wir weg, den nehmen wir weg. Und dann sind wir hier erstmal halbwegs safe, würde ich denken. Wir könnten das Fleisch mal eben schnell kochen, dass wir da was haben. Und die Dose aus. Na, wir probieren mal was aus. Na komm, so viel brauchen wir nun nicht wirklich. So, Chart, Matt, guck. So, und wenn wir jetzt eine Dose haben und Schnee, kann ich damit was machen? Erstmal Snowball Recipes Boiled Water. Cool, ja das geht. Ja, 1A. Ja dann, machen wir doch mal die 3. Das ist ja gut. Und dann können wir uns über Nacht vielleicht auch voll heilen. Das wäre ja nicht schlecht.
geht. Essen wir uns erstmal satt eben direkt. So, was mit dem... Achso, das braucht noch ein bisschen. Esse ich mal wieder schneller, als ich gucken kann. Snowberry Fullness 2. Na, wie gesagt, man soll halt nicht viel davon essen. Ich kann ja auch noch so ein Sandwiches für die Nacht essen. Das geht ja auch. Okay, ich werde die Folge jetzt beenden, weil die schreien immer lauter. Ich verabschiede mich. Ich rufe jetzt mal direkt die Polizei an. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.